Wir haben Eagle geschlagen. War gar nicht so schwer. Problem, ich habe die Jets falsch eingeschätzt. Die können nämlich an sich nur Flugzeuge und Helis angreifen und keine Landfahrzeuge. Das hat mich irritiert und deshalb haben wir diesen Fehler gemacht. Aber gut, es kommt eine neue Person hinzu. Kanbei. Wieder diese Plagegeister des Sternkopfs von Orange Star. Ihr eigenes Land reicht ihnen nicht. Jetzt wollen sie meines stehlen. Das ist der Yellow Comet Kommandant, oder? Niemals, das lasse ich nicht zu. Kanbais königliche Streitkräfte werden euch zurückdrängen. Ja gut, ich weiß nicht, worauf er spezialisiert ist, aber mir gefällt die Technik von Tami zurzeit am besten. Ich glaube, ich gehe mal mit Tami rein. Ja. So, Mission 9. Kanbais Aufmarsch. Oh, verdammt, der hat ja jede Menge. Cannabis-Streithelmen haben uns vor der Grenze entdeckt. Kanbais königliche Streitkräfte. Ja, sie sollen die best trainierte Truppen der Gegend. Entschuldigung, es ist noch ziemlich früh. Ach, bestrainierte. Zu listen sein. Die Ausrüstungskosten und der hohe Sold erschweren sicher ihren Einsatz. Die besttrainierten Truppen, was? Mensch, Tami, du hast immer den ganzen Spaß. Darf ich nicht gehen? Ich fürchte, so spaßig wird das alles nicht werden, Andy. Bereit, Blackster? Wir sollten uns an die Arbeit machen. Jo, gut. Schauen wir uns das mal an. Okay, so weit weg ist er nicht. Das hier macht mir weniger Angst. Es ist eher das hier. Über die Berge kommen wir jetzt nicht schnell genug, oder? Nein. Okay. Vorbei. Das ist schon ziemlich gut. Jetzt setzt der hier auch noch hin. Oh ja, das war wichtig. Ich war wichtig. So, und Panzer, Panzer, Panzer. Oh ja, jetzt gewinnen wir. Was für ein Glück. Also, ja, gewinnen wir ist jetzt leichter gesagt, ne? Aber ja, es sieht jetzt schon viel besser aus. So, du kannst jetzt an sich ein Feld vorrücken und du sogar zwei oder drei. So. Ja, genau. Was machen die Truppen? Ja, diese Berge hier, das ist irgendwie ziemlich blöd. Ja, eine fährt mal mit der TTP-Einheit hier runter. So. Und die anderen machen sich zu Fuß, glaube ich, auf den Weg ins neue Gebiet. Allen voran natürlich die Panzer. Und die Artillerieeinheit kann sich dort mal ein bisschen niederlassen. Tag 1. Oh, seine Musik, wie geil ist die denn? Naja, ich habe mir schon gedacht, dass der Yellow Comet Japan ist. Es hat die gleiche Form und so. Und ja, Nintendo macht das ja jetzt schon viel öfters. Steht niemand der Feinde auf meinem Grundstück, aber Raketenwerfer sind bereit für einen Angriff auf die hier. Nehmen wir warte, der kann. Ja, wir nehmen den down. Hier unten gleiches Schema. Dort geht es. Dort schwächen wir den. Und dann Artillerieeinheit geht jetzt nicht so gut. Kommt wieder zurück.
muss sich heilen. Der Kampfpanzer kümmert sich um den. Elf, nein, das ist mir zu wenig, weil der nur auf 4 ist. Dieser Kampfpanzer wurde nicht beschädigt. Das ist gut. Dann werden wir den mal auslöschen. Und er hier... Nein, das ist mir einfach zu wenig. Soll ich das wirklich tun? Ah, das hatte ich mir denken können. Ich weiß natürlich nicht, was seine Gabe ist. Das ist das kleine Problem, das wir haben. So, den schicke ich zurück. Du wirst hier besetzen. Und die TT-Einheit muss leider auch zurück. Dann schicke ich meine Truppe nach vorne. Und dann können wir schon gar nicht mehr so viel machen. Doch wir haben die Gabe, aber das bringt uns jetzt nichts. Streitkräfte, Feuerkraft, okay. Moral mobil. Was kann der jetzt? Ups, wieso habe ich denn den Raketenwerfer dort hingestellt? Warte, steht der... Steht der... Nein, der steht okay. Ja, feuern wir. Komm, muss getan werden. Das müssen wir tun, hier oben. Auch. Aber meine Artillerie ist geschwächt. Oh, der Gegner ist doch nicht so leicht zu besiegen. Die Truppe geschwächt, ja. Sind jetzt alle ein bisschen down. Kommst du über die Berge? Nein, kommst du nicht. Doch, mit der Gabel. Aber irgendwo konnte man... Ja, genau. Seine Moral. Erhöht Feuerkraft und defensive Stärke aller Einheiten. Ah, verdammt. Defensive also auch. Ja, dann Panzer, erhol dich, weil die sind wichtig. Die sind wichtig. Und ja, den verlieren wir. Ja, dann locken wir halt ein bisschen zurück, ne? Der hat bereits seinen Zug getan. Kommst du auf die Berge? Und ja. Sieht wieder nicht so dolle aus, ne? Ah, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ah, geht an den Raketenwerfer ran. Das wir erledigen wir jetzt diesen Panzer. So. Dann gehe ich auf den. Und dann könnte ich den ja eigentlich erledigen. Eigentlich. Und was das war, weiß ich auch nicht. Der Raketenwerfer macht jetzt keinen Schaden. Uns fehlt eine Maschine hinten. Eine Maschine. Oh, das hat geklappt. Okay.
Ein Glück. Ja, komm, greifen wir einfach mal an. Okay. Unser Panzer kann sich erholen. Allerdings bekommt er es jetzt mit zwei Screen, außer mein Raketenwerfer. Hat die beiden im Visier. Den da auch. Hat aber zu wenig Schaden. Ja gut, wir müssen die Kampfpanzer down kriegen. Die Steinfrachten. Und du versuchst dein Glück bei diesem Panzer. Okay, hat funktioniert. Wunderbar. Wo gehe ich mit dir hin? Hier starten wir einen weiteren Angriff. So. Das Problem bei dieser Sache ist halt, dass der eine Panzer stärker als unserer ist und der andere schwächer. Zurück ins Hauptquartier. Komm, wir brauchen seine starke Waffe noch. Ja, es ist auf die Transport. Ja. Nein, nein, das war nicht gut. Das durfte nicht passieren. Das ist ziemlich wenig. 33. Das ist schon besser. Und der will an unser Haus ran. Und ganz ehrlich, soll er doch. Oh, die Truppe ist aber voll geladen. Ja, dann gehen wir angreifen. So. Wir haben nicht mehr so viel. Das ist unser Problem. Ich glaube, ich werde die Mission nochmal neu starten, weil ich bin einfach so schlecht in dem Spiel. Er kann nämlich tatsächlich mein Hauptquartier jetzt erobern. Das habe ich gar nicht bedacht. Gabe bringt uns nicht mehr, ne? Heilung, Heilung. Ja, 5. Was für ein Glück. So, die Artillerie hier, die wird auch nicht mehr wirklich vorrücken. Ja, ist besser, wir machen das nochmal neu. Weil, ja, da ist einiges schiefgelaufen. Es liegt halt an der unbekannten Gabe, ne? Aber es ist immer noch nicht so schwierig wie Fire Apple Emblem. Aber ich würde dann doch lieber jemand anders benutzen, zum Beispiel Andy. Weil die Maschinen scheinen doch wichtiger zu sein als die Truppen. Und wenn die geheilt werden können, dann ist das ein großer Vorteil. So, die Schussfelder sind folgendermaßen, ja. Und hier oben, so. Der erste Angriff ist ja noch kein Problem. Die kriegen wir noch. So. Da haben wir noch keine Probleme. Die schlimmste Waffe kriegen wir down. So, dann können wir natürlich jetzt schließen. Alles zumachen. Du kannst vorrücken.
Ja, so, wunderbar. Und du auch. So. Wunderbar. Ich glaube, das ist auch so gedacht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich kann mir schon denken, dass man das so machen will. Ja, die anderen Truppen bringen mir jetzt gerade recht wenig. Deshalb, ja, gebe ich dem Kann bei hinzu. Ja, da verlieren wir schon einen Panzer. Aber was soll's? Unser Kampfpanzer ist ja nur immer gut gerüstet. Und er hat die Raketenwerfer vergessen. Da sollen wir sie alle schwächen. Ich glaube, das ist besser, ne? Das wäre vielleicht besser. Ja, dann mache ich den down und dann haben wir die Artillerieeinheit dort gespart. Und hier unten. Dann fahr ich mit dem hier hoch. So. Nein, das ist doch dumm. Er ist ein starker Gegner. Das muss man ihm lassen. Er weiß, was er tut. Der bringt mich auch ziemlich in die Zwickmühle. Oh, oh, das kommt gut. Die Gabe kommt gut. Die setzen wir gleich mal ein. So, alles wieder ein bisschen repariert. Das kommt jetzt gut. Aber wir können immer noch nicht sehr viel Schaden anrichten, ne? Wie sieht's denn damit aus? Kommen nicht über die Berge. Ja gut, dann greifen wir einfach mal an. Der traut sich was. Besetzt hier. Und die Einheit geht zurück. So, mit der Artillerie hier sieht ein bisschen blöd aus. Ich stelle die lieber hier hin und schütze dann den Raketenwerfer. Und jetzt wird mein Panzer hier oben wahrscheinlich sterben. Ich kann es leider nicht ändern. Das ist eine knifflige Mission und ich glaube, wir werden zwei Parts damit verbringen. Oh, Moralmobil. Stärkere Angriff und stärkere Defense. Auch nicht so cool. Okay, er verschont meine Kampfpanzer. Also meine starken Kampfpanzer. Das finde ich sozial von ihm. Und er stellt seine Truppen nicht so praktisch auf. Jedenfalls empfinde ich das als nicht so praktisch. Ja, dann gehen wir auf die stärkste Streitkraft. Hier oben auch. Warte, das ist der geschwächste. Ja. Aber die Artillerie kann seinen Job machen. So. Den.
Wir holen für uns natürlich den stärksten. Ja, ich glaube, das ist das wichtigste. 9, nein, nicht so cool. Wie sieht's mit dem Panzer aus? Ja, die haben natürlich bessere Verteidigung, das muss man natürlich bedenken. Besetzt du mal weiter das Gebäude. Und du gehst auf die Berge. Starte ich einen Rückzug? Ja, ich denke. Ja, ich glaube schon. Wäre das Bessere. Ja. So. Ich glaube, das war so ganz in Ordnung. Und hier holen wir uns dann noch einen Tribut. Frage ist nur, der Schwächere oder der schon noch Topfittere? Ich glaube, den Topfittere. Ja, genau. Ah, ich habe ihn hart darum. Ja, ich habe mich selbst jetzt abgeschossen. Aber er muss an der Artillerie vorbei und das ist an sich kein Problem. Schade. Was das hier wird, weiß ich auch nicht. Schau mal an. Den kriegt er down. Aber dann bin ich in der Gefahrenzone. Dann schaue ich mir mal die Raketen an. Die fliegen zur Artillerie. Oder dorthin. Nein, dann auf die Artillerie. Du kannst versuchen, weiter zu besetzen, aber... Ja. Wird nicht zu pralle. Ja, hier können wir ein kleines Opfer hinterlassen. So, dann ist hier mal Gleichstand. Oh, Junge, Junge, das... Jetzt würde der sterben. Ja, dann stelle ich mich dorthin. Ich glaube, das ist schon klüger. Ja, das war auch klüger. So, dieser Panzer. Was mache ich mit dem? Komme ich da? Nein, komme ich nicht. Dann werde ich mich hier schützen. Und den da ein bisschen verunstalten. Dann ist alles bewegt, was irgendwie geht. Was ich noch versuchen kann, ist halt hier das ein bisschen rauszögern. Der Raketenwerfer ist wichtig, den müssen wir schützen. Oh, super Tuning, das kommt jetzt auch ganz gut. Komm, rüst auf, rüst auf. Nicht genug, aber... Dahin. Besser als nichts, ne? So, die Artillerie, ich kann euch gar nicht sagen, was die vorhat. Jedenfalls ist die mal down. Und dann würde ich auch ganz gerne diesen Panzer kriegen. Und dann sieht das Ganze schon besser aus. Aber wir müssen seine Truppen jetzt komplett vernichten und... Was hat er noch? Zwei Panzer, die gefährlich sind. Schwierig zu sagen. Problem, wir dürfen niemand an unser Gebiet lassen, weil... Oh. Das ist gut. Was greife ich da an? Die Frage ist, was machen wir damit? Gut, gut. So. Dann Ration auffüllen. Du. Ja, komm nicht bis dorthin. Ja gut, dann erledige den. So weit es geht. Ah ja, das wird noch ein
kleiner Kampf. Oh, ein Glück, dass der... Oh, das war das Beste, was du machen konntest, denn jetzt hast du dich ein bisschen verpokert. Weg. Und hier mache ich folgendes. Ich vernichte den. Ja, das ist das Beste. So, dann stelle ich mich hier in die Gegend. Und dann versuche ich im nächsten Zug mich zu heilen. Ja, jetzt könnte es klappen. Also... Seine Truppen rücken zwar noch immer an, aber sie sind keine größere Bedrohung mehr. Wir haben halt ein sehr mobiles Feld. So. Ja, der müsste an sich angreifen. Deswegen stelle ich meine Einheit... Nein, nein. Entweder er geht über die Berge oder er greift an. Tut überhaupt nichts, er ist über die Berge gegangen. Okay. So, und ihr beide, ihr könnt einfach nicht rushen, ne? Ihr lernt nie. Weg. Wunderbar. Okay, wir gewinnen. Dann machen wir das in diesem Part noch vorbei. Es wird ja nicht mehr so lange dauern, wie es scheint. Dann heilst du dich. Und dann lass die Truppen kommen. Wie können die so schnell erobern? Geht das überhaupt? Ja, unsere Waffen sind natürlich wieder topfit. Und das kann ganz gut bedeuten, dass es jetzt gleich vorbei ist. Es ist vorbei. Weg damit. Grotesk! Kanbais! Streitkräfte besiegt! Rückzug! Japp! Jo, Freunde, dann... Ist es doch noch besser ausgegangen als gedacht. Ihr seht, man muss bis zum letzten Atemzug kämpfen. Dann klappt es auch. Manchmal. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal bei Advance Wars. Ja, wir wollen speichern. Ja, das war's. Und dann geht's weiter auf Japan gegen Kanbais. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.